Heute habe ich was für unsere OCG-Freunde. Und um was genau es sich dabei handelt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ich habe, ja, mehr aus Not heraus, da ich heute eigentlich was anderes geplant hatte, was sich jetzt bedauerlicherweise auf Mitte nächster Woche verschiebt, einen Beiner gebastelt und dachte mir, ich stelle euch den mal vor. Schließlich ist die letzte Folge Sammelkartencheck ja auch schon wieder 2 Monate her. Und heute habe ich was ganz Besonderes für meine OCG-Fans in diesem Beiner. Befinden sich tatsächlich nur OCG-Karten. Und diesmal habe ich auch so einen Binder hier genommen, da der ein bisschen kleiner ist und nicht ein Ringordner, weil sonst würden wir hier wieder 50 Minuten da sitzen. Ich dachte mir, das Video sollte heute mal so 20 bis maximal 25 Minuten gehen. Und genau aus diesem Grund starten wir auch durch. Und zwar mit der ersten Seite. Die erste Seite ist schon mal der Hammer. Wir sehen, wir haben hier 8 Blue Eyes White Dragons in Ghost Rare. Den gibt es in Japan in 2 verschiedenen Versionen, also quasi wurde er 2-mal aufgelegt. Wir haben ihn zum einen aus TRC1, das ist die teurere Variante, das sind die 5 hier, also die beiden, sowie die 3 hier oben und dann noch die aus der 20th Anniversary Box, das sind die hier unten. Geht's weiter mit richtig, richtig seltenem Stuff. Also wir haben hier relativ teure Sachen bei. Wir haben links oben die Ikonen der ersten Ära sozusagen, und zwar alle 3 in Ultimate Rare. Das Einzige, was ich ein bisschen bedauere, ist, dass die den Red Eyes nicht früher in Ultimate Rare gedruckt haben, denn wie man sieht, hat der nicht mehr das alte Layout. Ja, der hat tatsächlich das neue und ich weiß nicht, das passt halt irgendwie nicht zu den anderen beiden. Ich würde sagen, wir gehen die Stück für Stück durch, von hinten her gesehen. Wir fangen an mit dem Red Eye Speed Dragon, den ich euch auch hier mal raushole. Den hat man damals so bekommen für, ja, so 70 Euro, kommt auch aus einem Originalbooster. Man sieht es hier, die 301. Und ja, so 70 Euro hat der gekostet. Wie viel der momentan geht, das muss ich erst noch rausfinden, das weiß ich nicht. Also den Wert des Ordners ermittle ich tatsächlich nach der Aufnahme. So, dann geht's weiter mit dem Dark Magician. Der ist noch im alten Layout und noch ein bisschen teurer gewesen. Der kostete so damals um die 80 Euro, 85 Euro, so in diese Richtung gehend. So, dann kommen wir zu diesem Prachtstück hier. Und das ist tatsächlich der teuerste der 3. Der ist nämlich fernab der 700 Euro zu finden. Also der ist schweineteuer, Leute. Ja, das ist nicht mehr normal. Ich würde sogar fast behaupten, dass das die teuerste Karte aus dem scheiß Ordner ist. Ja, also der hat unglaublich Wert. Und ich habe übrigens von den 3 auch tatsächlich nur ein Exemplar. Ja. Also speziell bei dem muss ich mich nochmal umgucken. Mein aktueller OCG-Händler ist halt momentan noch nicht so weit, dass er so teure Karten besorgen kann, leider. Aber ich hoffe, dass sich das relativ bald ändert. Coole Sache. Darunter haben wir den herbeigerufenen Totenkopf in Ultimate Rare. Ja, der geht so, ist auch eine alte Karte in Ulti. Gehört prinzipiell auch zu diesen Sets da oben dazu. Ist aber ziemlich günstig eigentlich mit 35, 40 Euro. Manchmal auch 30, je nachdem wo und wie man ihn denn bekommt. Ja, ist einfach ein Muss für jede Collection, würde ich mal sagen. Also sehr schön, ne? Einfach sehr schön. Auch noch im alten Layout, gefällt mir sehr gut. Dann wird es ein bisschen günstiger, zumindest mittig und rechts. Der Terrorkönig von den Erzunterwäldlern und die Elfenzwillinge. Die Elfenzwillinge wollte ich eigentlich gar nicht in den Ordner reintun. Ich wollte hier noch einen zweiten Gaia rein, weil ich habe ja 2 von denen, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn lange gesucht. Das ist ziemlich frustrierend und prickelt auch ein bisschen unter den Fingernägeln im unangenehmen Sinne, weil der geht nämlich auch dreistellig. Also ich habe insgesamt 2 dieser Gaias. Einer hat mich 50 Euro gekostet, da war ich noch recht gut mit.
Und der zweite schon 150. Also der ist richtig schön im dreistelligen Bereich vom Wert her. Ja, also auch schweineteuer. Hätte ich übrigens auch nie gedacht. Das habe ich einfach durch einen ehemaligen Händler erfahren, dass der so sehr im Preis gestiegen ist. Also unglaublich. Aber wahr. Dann geht's weiter mit den Barrel Dragons hier oben. Auch die sind Ultimate Rare, auch die sind schweineteuer. Die befinden sich hier im unzensierten Artwork. Und ja, die haben mal einen Wert von über 100 Euro gehabt. Oder von knapp 100 Euro. Der ist allerdings ein bisschen gesunken. Der geht jetzt zu 70, 80, manchmal auch 60 Euro. Ja. Also der ist tatsächlich abgestürzt zum Preis, ist aber immer noch relativ teuer, kommt aus der Booster Nummer 302. Und ja, ich persönlich muss aber sagen, finde ich unseren schöner. Ja? Also unser Artwork finde ich einfach geiler. Einfach auch wegen diesen zensierten Barrels hier, ja. Ich weiß nicht, ist zwar eine Zensur, aber sie sieht halt einfach besser aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann auch richtig teuer Jinzo, ebenfalls Ultimate Rare gewesen. Der war, oh Gott, wie viel hat der gekostet? Also die haben ziemlich, ich sag jetzt mal, geschwankt vom Preis her. Mein erster, den ich gekauft habe, hat 45 Euro damals gekostet. Die anderen waren beide 10 Euro günstiger. Wie viel der aktuell wert ist, wage ich jetzt mal nicht zu schätzen. Kann sein, dass er gestiegen ist, kann sein, dass er gesunken ist. Aber an und für sich ist Jinzo ja eine äußerst beliebte Karte bei Sammlern. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass der im Wert eigentlich gestiegen sein müsste, zumal diese Karten halt wirklich selten sind. Also jede Karte, die ihr hier seht, ist eigentlich relativ selten. Abgesehen von der Karte, zu der wir jetzt kommen, nämlich dem Ende von Anubis. Die ist halt tatsächlich, oder geht halt tatsächlich mehr aufs Auge, sag ich mal. Das ist ein Blickfang, die sieht schön aus. Werttechnisch ist die aber nichts wert. Also die kostet 3 Euro das Stück, von der habe ich glaube ich 7 oder 8 Stück zu Hause rumliegen. Habe ich auch schon mal auf meinem Kanal verlost. Das war witzigerweise das Video mit den meisten Comments und Aufrufen. Ja, wollten alle diesen das Ende von Anubis haben, war auch geil. Dann geht es hier weiter. Hier wird es wieder teurer. Ein bisschen teurer. Oben erstmal so 40 Euro Wiedergeburten waren das damals, als das Set neu war. Ich habe das Ganze bekommen, als das Set jetzt noch nicht so alt war zumindest. Und die Wiedergeburten gingen halt damals 40 Euro. Es war vielleicht auch ein bisschen ein Hype-Preis. Die Karten sind nämlich tatsächlich nicht besonders alt. Die kommen wieder Blue Eyes and Ghost, den wir auf der ersten Seite gesehen haben, aus TRC1. Aber da spielt halt vor allen Dingen hier im Westen besonders die Tatsache eine Rolle, dass es eben Ultimate Rare ist und das für eine Wiedergeburt, das kennen wir ja nicht. Und zum anderen gab es eben die Lost Art noch nicht, das heißt auch das Artwork und die Zensur an sich waren etwas ganz Besonderes. Ich persönlich würde mir mal wünschen, dass unsere Wiedergeburt in Ultimate Rare gedruckt wird, möglicherweise in irgendeinem OTS-Pack. Ne? Dass man halt zwei sehr spielstarke Karten in Ulti druckt und dann eben für die Sammler vielleicht noch ja, die Wiedergeburt. Dann geht's weiter mit, machen wir erstmal in der Mitte weiter, Dark Satch. Dark Satch in Ultimate Rare, der war damals, boah, es ging, also der kostete glaube ich 20, 25 Euro oder so. War also eigentlich relativ gut zu haben. Der kommt aus DL1, das ist ein Sonderset offensichtlich, also das ist glaube ich kein normales Booster gewesen. Dementsprechend keine Ahnung, was das für ein Set war, aber es sieht auf jeden Fall mega aus und ist natürlich fast so cool wie unsere, wobei ich sagen muss, ich finde die Prismatic Secret Rare ist noch ein bisschen hübscher. Ich finde die Rarität steht ihm einfach besser als das Ultimate Rare. Aber nichtsdestotrotz ist das doch, oder löst diese Karte, wenn man sie das erste Mal in dieser Rarität sieht, zumindest war es bei mir so, doch einen ziemlichen Wow-Effekt aus. Was allerdings richtig krass ist, ist Exodia. Exodia in Ultimate Rare. Das ist halt einfach mal richtig fett. Die ist zwar nicht besonders teuer, die ging damals 20 Euro das Stück, das weiß ich noch, aber es ist halt einfach optisch was ganz Besonderes und die kommt auch aus dem Originalbooster, nämlich aus dem Booster 307. Und da war es so, dass es halt tatsächlich nur den Kopf in Ultimate Rare gab. Ja, die Teile gab es nicht in Ultimate Rare. Ich weiß gar nicht, ob es die Teile überhaupt in dem Set gab oder ob dort tatsächlich nur der Kopf erschienen ist. Günstiger wird es dann wieder hier unten bei den Buster Klingenkämpfern. Da geht einer so um die 12 Euro. Ist halt auch wieder was fürs Auge.
sehr schön auf jeden Fall. Von denen habe ich auch 6 oder 7 Stück. Da habe ich mich nicht lumpen lassen. Die habe ich immer, wenn ich sie gesehen habe, direkt mitgenommen. Sehr cool auf jeden Fall. Buster Clean Kämpfer Ultimate Rare. Das kann man sich, wenn man den irgendwo mal sieht, kann man sich den mitnehmen. Ja. Und ich meine, ich habe den bei Händlern, die relativ teuer waren, für 12 Euro bekommen. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich den jetzt bei Yannick kaufen würde und der jetzt nicht über die Jahre, weil ich habe die ja schon ein paar Jahre gestiegen ist, dass ich den dann noch für wesentlich weniger Geld kriegen würde. Dann haben wir hier auf der rechten Seite ganz oben, sehr teuer, der dunkle Paladin, ein Ultimate Rare. Der kann auch mal für locker flockige 45 bis 50 Euro über die Ladentheke gehen, habe ich alles schon gesehen. Das ist natürlich so eine Fan-Favorite-Karte, ja. Dark Paladin ist ja so der heilige Gral der Dark Magician-Sammler teilweise. Abgesehen vom Dark Magician aus DDS, versteht sich. Und dementsprechend, wenn du so eine Karte angeboten siehst, sag ich mal so auf eBay oder so, also die kann richtig ins Geld gehen. Ich habe auf eBay schon Angebote gesehen, 50, 60, auch 70 Euro, gar kein Thema, wirklich gar kein Thema. Ob die Karte das wirklich wert ist, sei mal dahingestellt. Da orientiere ich mich gerne an meinem Händler. Ich wollte ihn jetzt allerdings nicht dazu nötigen, mir den ganzen Wert hier zu ermitteln. Ja, das habe ich schon mal gemacht, das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Aber das, was ich gesehen habe, ist halt schon heftig. Dann ebenfalls aus dem Originalbooster, allerdings wesentlich günstiger, haben wir hier Gaia, den Drachen-Champion. Ja. Gaia, der Dragon-Champion. Sieht in Ultimate Rare einfach richtig sexy aus. Ja. Dieser Effekt ist einfach so schön gemacht. Und ich weiß nicht, die alten Ultimate Rares sind vom Druck her irgendwie besser als die neuen. Einfach extrem geil, auch aus dem Originalset 309. Hatten wir ja dann in LOB in Secret Rare bekommen. Hier wird es dann auch wieder schön teuer. Mit dem Blue Eyes Ultimate Dragon, ein Ultimate Rare, der geht auch so 40, 50 Euro das Stück. Da habe ich früher öfter mal zugegriffen, weil ich mir nicht sicher war, wie oft ich die noch in der Geschwindigkeit bekommen werde. Hatte aber bisher keine Probleme, an die ranzukommen. Also sie scheint wohl noch gut zu finden zu sein, aber ist natürlich auch eine Fan-Favorite-Karte und natürlich auch relativ selten. Dementsprechend geht die ganz schön ins Geld. Also so 55 Euro für die Karte, 50 Euro. Überhaupt kein Thema. Dann machen wir mal weiter auf der nächsten Seite. Dort finden wir jetzt oben nochmal 2 Blue Eyes Ultimate Dragons und wir finden hier 4 von insgesamt 7 in meinem Besitz befindlichen Dark Magician of Chaos. Da habe ich übrigens 5 Stück von einem Abonnenten bzw. von einer Abonnentin bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Ja, das war einfach richtig geil. Ich angeschrieben, mir das angeboten. Der ist auch relativ teuer, aber schwankt auch ziemlich stark. Aus dem Set 307 geht er so in Nirmint immer so zwischen 35 und 55 Euro. Ja, das ist je nachdem. Also ich habe einen für 35 bekommen, die restlichen musste ich alle für 55 mir ranholen. Also das ist auch nichts für den kleinen Geldbeutel, definitiv nicht. Aber es ist halt einfach eine Ultimate und ja, sowas könnte ich mir sogar vorstellen, dass Konami irgendwann mal in einem OTS-Pack rausbringt. Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß nicht warum. Das habe ich jetzt keine Argumentation für, aber es ist so ein Gefühl, das ich habe. Dann, wesentlich günstiger auf jeden Fall, haben wir hier den 5-Götter-Drachen. Na, den FGD, 5-God-Dragon. In Ultimate Rare, da geht es so 17 Euro das Stück, oder ging 17 Euro das Stück. Kommt aus BPCT, ist wohl irgendein Sonderset gewesen. Das ist auf jeden Fall kein normales Booster-Set. Ja, macht aber optisch einiges her. Einiges, wirklich. Also unglaublich schön. Davon habe ich auch so 5 oder 6 Stück. Also ihr seht, von den japanischen High Rares habe ich halt tatsächlich relativ selten meine kompletten 9 zusammen. Einfach weil mein Händler damals zu früh ausgestiegen ist. Und mein jetziger OCG-Händler, bei dem kriege ich halt eher so das neuere Zeug oder mal die etwas günstigeren alten Karten. Aber an diese ganzen 30-Euro-Karten, da traut er sich wohl noch nicht so ran. Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Dann haben wir hier drüben 8-mal den schwarzen Totenkopfdrachen. Sehr schön. Ja, der geht auch so 30, 35 Euro habe ich dafür bezahlt aus MA. Ich glaube, das war wieder ein Originalset, aber fragt mich nicht welches.
Sieht aber auch sehr schön aus, mit diesem schönen, edlen, schillernden Rot. Das sieht in Ultimate Rare noch um einiges edler aus als in Ultra Rare. Also extrem schön, wirklich. Wenn ihr die Karte mal seht, holt sie euch ran. Die ist ein Traum, die ist einfach ein optischer Traum. Dann habe ich natürlich noch was für meine GX-Fans, ja. Das wohl bekannteste Monster aus GX und ja, ich würde sagen, die ist sogar noch bekannter als Elemental Neos, zumindest wer die Serie gesehen hat. Und zwar Yubel, ja, das ist ja nicht nur Jadens ehemaliges Lieblingsmonster, sondern auch tatsächlich sein Gegenspieler in den älteren Staffeln, beziehungsweise in den letzteren Staffeln. Und den gibt es bei uns ja nur in Super, Rare und Secret Rare. Und ich glaube sogar als Rare geht es hier einiges, also die ist bei uns gar nicht mal so billig. Und die kommt auch aus DPC 1, offensichtlich genau wie der Five God Dragon, wenn ich mich jetzt da richtig entsinne. Und ja, ist eben auch Ultimate Rare, sieht halt einfach geil aus in Altia. Habe ich auch mal, als ich noch die TCG Live Liga gesponsert habe, habe ich den mal dem Gewinner überreichen dürfen. Genau. So, wir sind schon bei 18 Minuten. Ich laber schon wieder zu viel. Wir haben noch eine Menge vor uns. Also wird wohl doch wieder eine halbe Stunde. Dann haben wir auf jeden Fall hier in der Mitte Big Shield Gardner. Den hole ich jetzt mal nicht raus. Unten nochmal ein Playset Dunkle Magie des Chaos. Aber was sich auch nochmal lohnt zu zeigen, ist die hier. Das ist das 1000-äugige Opfer. Ging zum Zeitpunkt, als ich meine Exemplare gekauft habe, so um die 40 Euro das Stück. Aber Yannick meinte, glaube ich, vor einiger Zeit, dass die tatsächlich relativ günstig sein soll. Also die soll gar nicht mal so teuer sein. Ich weiß ja nicht genau, wie teuer, aber sie soll auf jeden Fall günstiger als 40 Euro mittlerweile sein. Und das hoffe ich auch, weil dann werde ich mir da noch einige Exemplare vielleicht auch so zum Traden oder so ranholen. Ich selber, das sind jetzt tatsächlich alle, die ich habe. Ich selber brauche noch 4. Werde ich mir vielleicht 5 oder 6 davon noch ranholen. Und ja, die vertauschen sich echt gut, muss man schon sagen. Dann haben wir auf der rechten Seite einige Ritualmonsterkarten. Wir haben ganz oben den BLS in der Ritualversion, auch sehr beliebt. In Ultimate Rare gingen damals auch so 40, 45 Euro. Aus 304 ist also ein Originalset. Bei uns kam er ja im Starterdeck das erste Mal raus als Hodo in Ultra Rare und war dort sehr beliebt. Den wollte jeder haben. Man musste auch einiges lassen, um den zu kriegen, obwohl es eine Starterdeckkarte war, aber mein Gott, als Kind, was erwartest du? Da hast du nicht die Möglichkeit, einfach mal auf Market zu gehen und dir die Karte zu kaufen, zumal es diese Plattform damals noch gar nicht gab. Und ja, ich habe nie einen bekommen. Ich glaube, das Höchste, was ich als Kind bekommen habe, war ein Herr der Drachen. Und selbst für den wollten sie damals richtig viel haben. Richtig extrem. Darunter haben wir die schwarzen Magier des Chaos, also die Ritualversion von dem hier. Auch sehr schön, ja, ein Ultimate Rare. Sehr cool, da habe ich erst letztens an Yannick einen vertauscht, der richtig kaputt war. Der kam aus Junk's Playground Sammlung, das weiß ich noch. Den habt ihr aber nicht gesehen, habe ich nicht gezeigt. Sehr cool. Und ja, auch in Niemand richtig schön. Ich habe für den kaputten noch 7 Euro Nachlass auf eine Bestellung bekommen, also dementsprechend scheint er ja ganz schön wertig zu sein, hier aus 306. Aber der war damals so bei 20, 30 Euro, also den konnte man sich schon leisten. Ja, also ich glaube, ich so zu 25, 30 habe ich immer bezahlt für die. Und jetzt kommen wir zu einer Karte, die ist so brutal lustig. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Das ist Yubel, der ultimative Albtraum. In Ultimate Rare habe ich übrigens geschenkt bekommen, 2 Stück davon. Und die Japaner sind auf die Idee gekommen, sie könnten dieser Karte einen deutschen Namen geben, denn ihr müsst wissen, in Japan gilt die deutsche Sprache als mystisch. Ja, die klingt für die mystisch und geheimnisvoll. Und dementsprechend heißt diese Karte hier in Japan das extremer Traurigdrachen. Ja, das ist keine Fälschung, das ist kein Scherz, die Karte heißt dort so. Das ist einfach zum Brüllen. Da weiß ich noch, ich habe damals von Arnie 2 Stück geschenkt bekommen. Einfach weil er es so witzig fand. Wert insgesamt 14 Euro, also beide. Nicht eine, sondern beide, die geht so 7 Euro in etwa. Also die ist nichts wert. Gut, dann machen wir weiter. Mit Exodia. Die gibt es auch in 2 verschiedenen Versionen. Einmal im alten Layout aus PG und einmal mit etwas neueren Layout. Beide allerdings Prismatic Secret Rare und beide
unzensiert. Die hier ist tatsächlich relativ teuer, von der habe ich auch 3 oder 4 Stück, da hatte ich bisher immer Glück. Die kann bis zu 200 Euro kosten. Ich habe meine tatsächlich eine für 120 und eine für 70 Euro bekommen. Ja. Also ist auf jeden Fall, bin ich ganz gut dabei weggekommen. Ja. Die muss ich jetzt glaube ich nicht zeigen, wie Prismatic Secret Rare aussieht. Wissen wir ja alle. Hier haben wir jetzt noch was in Collector's Rare. Das ist glaube ich die einzige Collector's Rare, die ich drin habe. Das Siegel von Orichalcos in Collector's Rare aus der Rarity Collection 2. Da habe ich auch tatsächlich komplett alle 9 Stück schon. Habe ich mir sogar ein paar mehr zum Traden rangeholt. Und ich muss sagen, es sind weggegangen wie warmes Semmeln. Ja. Also, das war echt geil. Das war richtig cool. Vielleicht hole ich mir irgendwann nochmal welche einfach so zum Tauschen dran, weil ich weiß nicht, da kriegst du Karten für, also angeboten, das ist der Wahnsinn, wenn die Leute die wirklich haben wollen. Ich habe auch schon gesagt, hier geht zu meinem Händler, da kriegt ihr sie günstiger als bei mir, weil ich, wenn ich mit OCG-Karten tausche, dann will ich tatsächlich meistens Plus machen. Das ist zwar etwas unüblich für mich, aber das liegt einfach meistens daran, dass ich, wenn ich so eine coole OCG-Karte, wie zum Beispiel eine Collector's Rare, nicht einsehe, die für 4 Euro wegzugeben. Das ist vielleicht ein kleiner Charakterfehler von mir, aber ich bin auch immer so fair und sage das. Den meisten ist das aber egal. So, dann haben wir hier, sehr schön, den keltischen Wächter in Prismatic Secret Rare. Auch sehr schön aus LB im alten Layout. Es sind ja allgemein so ein paar Karten, die einfach hier im alten Layout zu sehen sind. Ja. Da habe ich jetzt einfach nur darauf geachtet, dass es halt altes Layout ist. Habe ich mal so ein paar zusammengekratzt, wenn man so möchte. Ich habe tatsächlich hier nur Karten rein, die ich auch tatsächlich in Griffweite hatte. Also ich habe für den Ort jetzt nicht meine halbe Sammlung durchforstet. Genau, dann haben wir hier noch das Wolfsgulf. In Prismatic Secret Rare auch sehr schön die Karte aus G6. Unglaublich cool gemacht. Das alte Layout gepaart mit diesem Prismatic Secret Rare sieht halt schon echt geil aus. So, dann haben wir noch Garcelle, der ist auch cool, auch ein Prismatic Secret Rare, der ging so, ja, ich glaube auch so 4-5 Euro, mehr war das nicht, hier aus ME, auch mega geil, gibt es bei uns ja nicht als Holo, oder doch, ich glaube als Ultra Rare, oder, aus irgendeiner Legendary Collection, aber definitiv nicht in Secret, und sieht halt einfach auch Bombe aus, einfach zu geil. Und natürlich Guilford, der Blitz. Ebenfalls aus G6, also aus demselben Set wie das Wolfsgulf. Und ja, das ist das tatsächliche Artwork, also das Anime-Artwork. Bei uns wäre es dann wohl das alternative Artwork von das Wolfsgulf, wollte ich schon sagen, von Guilford, dem Blitz, und das beste Artwork, wie ich finde. Das beste existente Artwork dieser Karte. Einfach richtig episch. Vor allen Dingen diese Helmpartie mit diesem Umhang und den Rüstungsteilen. Das ist einfach richtig schön. Einfach schön. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, dann haben wir hier noch Erdgebundener Geist in Super Rare. Hier aus dem Starter Deck Joey eine Karte. Und die hier ist noch was Besonderes. Da habe ich auch mehrere davon. Das ist eine Tokyo Dome Preiskarte. Die geht um die 200 Euro. Ja, das ist also, ich meine, es ist jetzt optisch nichts Besonderes. Es ist halt ein Trihorn Dragon in Ultra Rare. Aber es ist halt eine Tokyo Dome Preiskarte und dementsprechend relativ teuer. Ja, dann haben wir hier halt noch ein paar schnieke Sachen. Oben den Axttiger, geht 2 Euro das Stück. Hier ist Slot Machine, ein paar andere Sachen, Baphomet und Worsplünderer. Da oben haben wir noch ein Set Secret Rare Toon Dark Magician Girls. Die ist vielleicht noch ein bisschen teurer. Die ging so 22 Euro damals. War aber auch auf jeden Fall ihren Preis wert. Die gibt es auch noch im neueren Layout. Kommt übrigens genau wie Guilford und das Wolfsgulf ebenfalls aus G6. Aber die hat's halt, die war richtig cool, also im neueren Layout kostet sie aber auch nur 2 Euro weniger, dementsprechend kann man sich auch gleich das alte besorgen. Dann haben wir hier noch was Besonderes, und zwar das unzensierte Artwork vom Parasiten-Parasit, und zwar in
Ultra Prismatic, in Ultra Parallel Rare, ja, kennen wir auch diese Rarität aus der Hobby League. Klar, ist für uns nichts Neues, aber das Artwork ist halt einfach richtig brutal. Dann haben wir hier die Kettenmeisterin, die kennen wir sogar, die kommt nämlich aus dem Spenden-Opening vom lieben Kevin. Richtig nice, guckt euch das an, Leute, mich hat sowas von vom Sockel gehauen, das war ja nicht mehr normal. Dann haben wir hier eine Karte, die ist dahingehend besonders, dass sie weder über das Auge von Anubis noch über eine Set-Angabe verfügt. Das heißt, die muss irgendwie aus einem Volume-Pack oder Booster 1 oder so stammen. Also ist schon was ziemlich Altes auf jeden Fall. Sehr cool. Und was ich halt richtig geil finde, war damals eine meiner Lieblingskarten. Sensenmann der Karten. Den gibt es bei uns, glaube ich, nur in Common und Rare. Also keine Holo-Variante davon. Und die sieht halt in Super Rare einfach extrem nice aus, ja. Richtig geil. Solche Artworks könnte man wirklich öfter bringen. Also, mega nice. So ein ganz schlichter Sensenmann, aber mit dem düsteren Hintergrund, das schaut richtig böse aus. So, jetzt geht's weiter. Ja, da oben Dark Magician Girl, unzensiert mit dem Pentagramm oder dem, ja doch, Pentagramm in der Mitte und den größeren Ausschnitt. Don Saluk unzensiert mit den Waffen. Hier die Chimäre gibt es bei uns ja auch in Super Rare. Die Fusion aus dem Babydrachen und dem Alligatorschwert hier. Der unzensierte, faszinierende Kreis, auch richtig cool. Das alte Artwork vom Tausenddrachen, das haben wir ja mittlerweile auch. Hier ist vielleicht noch ganz cool Dark Boater the Terrible im unzensierten Artwork. Der hat hier noch schön die Hörner und die Flügel hinten dran. Der sieht also um einiges wuchtiger aus als bei uns. Auch richtig cool aus SC02, ist glaube ich auch ein Originalset gewesen. Und dann haben wir hier noch zwei ganz besondere Karten. Und zwar haben wir hier den Dokuro Rider. Und das war tatsächlich die allererste Ritualmonsterkarte, die jemals rauskam. Ja? Die hat hier auch kein Auge von Anubis, keine Setangabe. Geht so um etwa 10 Euro das Stück. Und ist also wirklich heftig. Ja, davon habe ich glaube ich 9 Stück schon beisammen. 8 oder 9. Da habe ich mir mal den ganzen Vorrat von jemandem aufgekauft, der die da hatte. Und die ist halt einfach mächtig, ja. Die Karte ist einfach mächtig geil. Gibt es bei uns ja auch aus dem Tournament Pack in Rare für 40 Euro mit der Ritualzauberkarte 80. Und das ist halt wirklich ein Stück Yu-Gi-Oh! Geschichte. Ja, dann haben wir hier noch zwei etwas, ja, die kennen wir zwar, aber die gibt es halt bei uns auch nicht als Holo, ne? Hier haben wir so zum Beispiel in Ultra Rare. Gibt es bei uns, glaube ich, nicht in Ultra, geschweige denn überhaupt als Holo, kam auch relativ spät raus bei uns. Und hier haben wir eine weitere Tokyo Dome Preiskarte, die hole ich jetzt nicht raus, die ist halt Ultra Rare, ist auch der schwarze Magier des Chaos. Und die habe ich geschenkt bekommen, der hat einen Wert von 70 Euro, die habe ich geschenkt bekommen vom lieben Michael. Hier nochmal vielen Dank an dich, mein Freund, wirklich ganz, ganz toll. Dann wird es wieder, ja, Ghost Rare-lastig. Auf der linken Seite haben wir hier aus dem 20th Anniversary Set, wo auch der Blue Eyes raus ist, den Dark Magician in Ghost Rare mit diesen Parallel-Streifen. Den gibt es nur aus dem Set in Ghost Rare. Der kam davor nie als Ghost Rare auf den Markt und geht so um die 30 Euro das Stück. Ist also relativ bezahlbar. Gefolgt von dem Red Eye Speed Dragon in Ghost Rare. Der ist wirklich relativ neu aus DP18. Der kam erst letztes oder vorletztes Jahr auf den Markt. Und ja, ich habe ihn halt bekommen, als er noch relativ neu war, zweimal, also hier und da. Ich glaube, was habe ich gezahlt? 40 Euro, 50 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Es ist ja dann noch der Harpien Flederwischen Ghost rausgekommen, den muss ich mir auch noch besorgen. Und ja, dann haben wir hier oben noch eine schöne Ghost, dreimal den Blue Eyes Ultimate Dragon. Der ist gar nicht mal so teuer, der kommt aus 15 AX. Ja, der geht so um die 30 Euro auch, 30, 35 Euro. Dann haben wir noch den alternativen Blue Eyes in Ghost Rare. Da habe ich auch nur zwei von aus der Rarity Collection. Zwei, wo auch das Siegel von Orichalcos rauskam. Und ihr seht also, Rarity Collections aus Japan sind wirklich cool. Ja, da sind geile Karten in geilen Raritäten drin. Ja, auch ein extra Secret Rare und so. Jetzt kommen wir zu vier Karten, die richtig cool sind. Das hier unten kennt ihr vielleicht noch. Das ist die Axt der Verzweiflung mit dem Schrumpfkopf. Das hier ist Opfer an die Verdammten oder wie die Karte heißt. Die sieht bei uns auch komplett anders aus. Das ist hier kein Kirchenaltar, sondern so ein roter Altar. Da habe ich jetzt leider nichts zum Vergleich da. Aber für die beiden habe ich euch mal das Gegenstück rausgesucht. Zuerst einmal haben wir hier eine relativ teure Karte auch.
aus Japan. Ihr seht auch hier kein Auge von Anubis, alte Layout, keine Set-Angabe. Das ist nämlich tatsächlich die Karte. Na, wer weiß es? Final Flame. Wer nicht mehr weiß, was das ist, hier ist eine Gedächtnisstütze. Ja, so sieht die bei uns aus, kam aus LOB, war eine Rare. Und die war halt wirklich hart, ne? Also die japanische. Hier ein Gekreuzigter, der bei lebendigem Leibe verbrannt wird. Man sieht noch das schmerzverzerrte Gesicht, also dass die zensiert wurde, wundert mich nicht. Ja, und dass es auch keine leichte Zensur gab, sondern dass er tatsächlich ein komplett anderes Artwork hatten. Die habe ich auch nochmal in Kamen, auch in Kamen geht es die 10 Euro. Und auch das ist tatsächlich mein einziges Exemplar bisher. Also das ist wirklich brutal. Das ist wirklich brutal. Ähnlich wie die andere Karte, das ist nämlich diese hier. Ich hole die einfach mal raus, die ist nur Kamen, ne? Also da gibt es jetzt keinen besonderen Effekt, aber das Artwork besser zu sehen. Das hier ist eine Karte, die dürfte, ja, ich weiß nicht, ob die jedem bekannt ist, aber den meisten sollte sie bekannt sein. Eine Hexe auf dem Scheiterhaufen. Ihr kennt ja diese ganzen Antikarten, Antikrieger und so weiter, wie zum Beispiel diese Elimination-Karte. Und das hier ist Last Day of Witch. So sieht die bei uns aus, so eben in Japan. Ja, auch extrem geil. Ich finde persönlich unsere hübscher. Ja, muss ich sagen. Ich finde unsere cooler als die japanische in dem Fall. Und ja, aber ist trotzdem nice to have auf jeden Fall. Genau. So, dann schauen wir mal. Jetzt sind wir schon wieder bei 30 Minuten. Genau, hier haben wir jetzt ein bisschen moderneren Stuff zum Schluss. Wir haben hier den, also zunächst mal den ganz normalen einen buntäugigen Pendeldrachen in Ghost Rare. Ja, es ist aus Duelist Alliance. Ich weiß gar nicht, gab es da noch Ghosts bei uns? Aber es war ganz sicher nicht der hier, ne? Das war eine andere, aber wobei das Cover Monster war. Aber ich glaube, in Duelist Alliance gab es noch Ghost Rare Karten auf jeden Fall. Genau. Dann haben wir in der Mitte was ganz Neues. Ja, wirklich was ganz Neues. Kennt ihr auch aus einem der letzten Folgen Neuzugänge? Das ist jetzt die neueste Coverkarte von Dark Neostorm und ist eins dieser Firewall-Monster. Das ist der Firewall Xyz-Drache oder Xyz-Drache. Sieht halt auch unglaublich cool aus. In Ultimate Rare sieht er tatsächlich nochmal cooler aus als in Ghost Rare, finde ich. Ich weiß gar nicht, habe ich die in Ultimate Rare nicht irgendwo noch in dem Ordner? Vielleicht auf der letzten Seite, ich weiß es gar nicht mehr, keine Ahnung. Dann haben wir unten Nummer C96, ebenfalls das Ultimate Rare. Warum hat die keine Hülle? Oh Mann. Ach ja, genau, ich glaube, wegen, weil ich keine Hülle hatte, die in den Ordner passt. Na egal. Jedenfalls gab es ja bei uns in Ultimate Rare und in Super Rare. Ganz vorsichtig wieder rein. So. Hier haben wir sie dann eben in Ghost Rare. Dann haben wir natürlich hier oben den buntäugigen Rebellionsdrachen. Den gab es ja bei uns auch in Ultimate Rare. Hier haben wir aber nochmal den Ghost. Da habe ich ihn richtig oft. Ich glaube 6 oder 7 Mal insgesamt. Habe ich natürlich direkt zugeschlagen, als ich den angeboten bekommen habe. Darunter befindet sich der buntäugige Wutdrache. Boah, wo kam der denn nochmal raus? Aus Raging Tempest war der, glaube ich. Bei uns einfach nur eine ganz normale Ultra-Rare, die keiner haben wollte. Hier gibt es den in Ulti und auch in Ghost. Hab ihn in beiden Varianten. Dann, was ich halt richtig geil finde, davon habe ich auch 4 oder 5 Stück mittlerweile. Den Kristallflügel-Synchro-Drachen aus Shining Victories in Ghost. Ja, sieht halt einfach auch mega fett aus. Man sieht hier auch so richtig schön den 3D-Effekt. Und da unten haben wir halt nochmal ein Playset vom buntäugigen Rebellionsdrachen. Und ja, auf der letzten Seite, da haben wir tatsächlich in der Mitte nochmal, haben wir nochmal den Firewall Xyz Dragon aus Dark Neostorm in Ultimate Rare. Ja, wie gesagt, richtig nice. Dann oben haben wir den, oh Gott, war das nicht der normale Borreload Dragon? Ich glaube schon, ne? Als Playset in Ghost auf jeden Fall. Ich habe den auch bisher nur 3 Mal in Ghost. Noch nicht öfter. Das ändert sich aber noch bald. Dann noch ein bisschen was Oldschool-mäßiges. Wir haben hier noch aufgegebenen Ghost Rare aus DP19.
kam also im Nachfolgeset des Sets raus, wo auch der Red Eye B-Dragon Ghost drin war. Sehr coole Sache. Und last but not least, einer der Codiersprecher aus Extreme Force. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war. War es der Ex-Codiersprecher? Ich glaube schon. Der war gar nicht mal so beliebt. Den fanden alle voll hässlich. Ich finde die Karte richtig geil. Und die Ghost geht aber auch gar nichts. Ne? Die kriegst du teilweise für 1, 2, vielleicht auch 3 Euro hinterhergeschmissen. Trotzdem mega, mega nice. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video genauso gut gefallen. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Sammelkartencheck. Und bis dann, macht's gut und haltet die Ohren steif.